Ja Leute, willkommen zu sozusagen einem, sag ich jetzt mal, ein Infovideo. Und zwar, ich mache ja in letzter Zeit, ups, das habe ich jetzt nicht geschafft. Auf jeden Fall, ich habe ja im Moment jetzt noch Republikator angefangen. Also was ihr hier seht, ich habe jetzt das einfach als Hintergrundbild genommen. Weil ich wollte eigentlich Bilder abspielen lassen, also die Bilder, die ich im Laufe des Jahres von Star Wars gemacht habe. Aber das nimmt er irgendwie nicht so richtig auf. Da dachte ich, nimmst du einfach so ein Battle im Hintergrund auf. Und zwar, ich wollte mal fragen, also ich mache ja Theme Park World, wird ja frühestens wieder Samstag kommen, da das Spiel ja nicht mehr funktioniert und ich Samstag gucken werde, was damit los ist mit jemandem. Und zwar, ich wollte mal fragen, also ich mache jetzt hier Clone Wars noch nebenbei. Und ja, ob ihr noch andere Mods habt, also die ich testen soll, oder was ihr noch sehen möchtet. Also ich kann ja gerne noch eine weitere Staffel von irgendeinem Mod anfangen, was ihr sehen wollt. Dann mache ich das neben Clone Wars einfach mal so. Dann kommt Clone Wars und was anderes. Weil man kann sich echt nicht... Obwohl, mir macht das Spiel im Moment richtig Laune. Ich habe von 2 gegen 2 schwer gespielt über Schola. Musik, also Spielmusik. Das war so geil, Alter. Ich schwöre. Ich rede so wie so ein Bescheuerter. Auf jeden Fall, das war so richtig geil. Die ganze Karte war voll und das hat echt eine halbe Stunde gedauert. Dauerhaft kämpfen, das hat so Bock gemacht. Ich war aber auch wirklich konzentriert, ich habe dann gewonnen später. Ja, es hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Ich werde gleich noch ein bisschen alleine hier spielen, also offline, also offscreen sagt man ja. Also ohne euch ohne aufzunehmen. Und ja, falls ihr jetzt noch irgendwas sehen möchtet, also ob ihr noch mal Admiral Thrawns Truppen, Thrawns Revenge noch mal eine Galaxierung sehen wollt oder vielleicht wieder Allianzen-Mod, wo ich mir die Haare raufe auf Mittel oder vielleicht auf Schwer, mal schauen, oder normale Star Wars, oder ob ihr noch einen anderen guten Mod kennt, den ich für euch spielen soll, müsst ihr dann schreiben. Und ja, das Video soll jetzt nicht so lange werden, das werde ich dann gleich hochladen. Ja, oder ob ihr noch andere Spiele kennt. Also ich habe hier noch ein paar Spiele, aber mein PC spinnt im Moment. Was wollte ich jetzt sagen? Ich bin so ein Vollidiot. Jo, ich spiele jetzt im Moment auch noch Aura Kingdom. Aber ich habe davon ja ein Video gemacht. Könnt ihr euch ansehen, aber es ist jetzt nicht das Thema, sondern eher Star Wars wegen Mods. Falls ihr noch gute Mods wisst, ich wiederhole es nochmal, könnt es gerne in die Kommentare schreiben, dann werde ich es mal testen. Ich erinnere mich noch damals, mein Kumpel hatte einen ziemlich geilen Stargate-Mod, den könnte ich auch mal nehmen für Stargate-Fans. Müsst ihr halt sagen, dann schreibt es in die Kommentare, wie der Mod heißt und ich google mal und guck mal ein bisschen rum. Und ich wurde auch mal gefragt, wie ich die Mods finde, also wie ich auf die Mods finde. Also ich gucke immer ein bisschen bei Google rum. Ich habe so 2, 3 Webseiten, ich weiß jetzt nicht genau, wie wir die heißen. Auf jeden Fall, ich gucke immer bei Google rum über verschiedene Webseiten und dann gucke ich mir da ein bisschen die Mods an. Ja. Ich werde es auch, ich weiß nicht, ob ich da verlinken, sowas darf ich nicht, deshalb lasse ich das lieber mal. Wenn ihr auch die Mods wollt, wie zum Beispiel bei Republikator, gebt einfach Star Wars Force of Caution Republikator ein und zack, da habt ihr den Mod. Ja, wie gesagt, ich sehe da jetzt noch einmal, zum letzten Mal jetzt. Im Hintergrund seht ihr auch noch das schöne Battle. Ich hatte vorhin eins, das war 5-mal so groß. Ich glaube, ich hatte 12 Kontrollschiffe oder so gegen die gekämpft. Die Malevoice, also ich war die Republik und die Malevoice war auch dabei, die haben wir auch vernichtet und all so ein Scheiß, das hat richtig Laune gemacht. Auf jeden Fall schreibt, welchen Mod ihr kennt, ob ich noch einen spielen soll oder welchen Mod ich nochmal spielen soll oder was für eine Galaxierung und so weiter oder ob ihr noch ein spezielles Gefecht sehen wollt. Könnt ihr alles schreiben, dann werde ich das die Tage mal machen. Sonst würde ich mal sagen, kommt ab und zu mal wieder ein Gefecht und ich mache mit Clone Wars weiter. Ich habe heute Morgen wieder ein bisschen aufgenommen. Ein bisschen rumgenüsselt, weil, keine Ahnung, ich war einfach ein bisschen blöd gelaunt. Das wird wahrscheinlich dann morgen kommen. Und ja, wie zum 5-mal gesagt, schreibt es, wenn ihr was sehen wollt. Ansonsten guckt es einfach so, um auf den neuesten Stand zu sein, wegen der Let's Plays. Und ja, mal schauen, was jetzt noch so kommt. Schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir weiter, was dann kommt. Ich werde dann das dann im nächsten Part, also am nächsten Mal dann erwähnen, außer auf den Folgen, die ich heute aufgenommen habe. Auf jeden Fall, dann was ist das mit dem Infovideo sozusagen. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch Spaß bei den anderen Videos. Und wir sehen uns dann in den nächsten Projekten, also in den nächsten Videos. Tschüss.